Verdammt. Oh, los, 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 los. Hat aber ein Gewehr. Na, Kalaschnikow. Schätze ich mal. Sieht so aus. Oh mein Gott. Bitte nicht töten. So. Wir müssen zum Wagen und da sind wir jetzt. Los, fahr los, fahr los, fahr los. Oh mein Gott, was macht der Elefant hier drinnen? Das ist auch etwas aus Far Cry 3, verdammt. Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die. Also, dass sich der Protagonist selbst heilen kann, ein cooles Feature, finde ich. Oh mein Gott. Okay, ja, warum nicht gleich so? Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Aha. Rechts von dir. Hui. Wir haben noch mal Spaß, wenn sie dabei, wenn sie Menschen killen. Kann man sich so einen Quad schnappen jetzt? Oh mein Gott. Mies. Verdammt. Rechts. Festhalten. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das nenne ich mal eine misslungene Rettungsaktion, ihr Amateure. Aber auch das war in Far Cry 3 so, man ist geflüchtet und ich glaube, hat es dann nicht ganz über den Fluss geschafft oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Schaut mir eine Review, dann bekommt ihr das eh genau mit. Oh, ich glaube, der lässt sich nicht mehr verarzten. AJ Gale, antworte bitte. Hallo. Kyra sei Dank. Hier ist Zabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Na, dann gehen wir mal rüber zum Turm. Das war übrigens der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu spielen. Moment. Aha. Aha, jetzt müssen wir also Predator spielen. Grundlagen des Schleichens. Entdeckungsanzeige. Blinkt. Ah, einen Stein werfen, ja, das konnte man früher auch. In die Hocke gehen. Ja, da sind wir schon. Okay. Wie viel sind's? Zwei? Drei. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Niedlich, wie sie mich töten möchten. Aber dabei ganz freundlich sind. Versuchen wir es mal mit dem Stein. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Okay. Ich bin schön, dass wir darüber sprechen konnten. Ah, ich bin froh, dass wir darüber sprechen konnten. So. Gibt's da noch welche? Wo sind die? Haben die mich schon umzingelt? Oh nein. Okay. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, deswegen will ich noch nicht losballern. Es sieht so aus, als wären es nur diese drei Kollegen hier. Hier kommt der Tiger. Oh, ich bin nicht hier. Das war jemand anderes. Hol das Stöckchen. Guten Tag. Gute Nacht. So. Wo ist denn der dritte Kollege hier? Der war da hinten irgendwo. Der hat sich schon... Götter! Oh mein Gott. Wo ist dieser mordende Hundeficker? Der hat die nächste Leiche entdeckt. Damit kommt der auch was zu. Ja, ich hab dich gefunden, Kollege. Sehr schön.
Ich meine, das ist natürlich nicht schön hier, was da passiert. Aber in der Welt des Gamings sind wir gerade jemand, der auf der Flucht ist vor Psychopathen und der alle Mittel einsetzen muss, die ihm zur Verfügung stehen. Wir durchsuchen die Leute hier mal. Einen Pager haben wir erhalten. Weiß noch jemand, was ein Pager ist? So, ich habe das Gefühl, da versteckt sich etwas. Ein Käfig. Kommen wir hier rauf? Nö. Ich schaue einfach nur mal grundsätzlich, ob da... Au, da sieht uns jemand. Ich wollte gerade schauen, ob das Spiel grundsätzlich Loot so irgendwo an den Ecken der Levels versteckt. Aha, seht ihr? Das war aber jetzt nur ein glücklicher Zufall. Ich wusste nicht, dass man darauf kann. Geht's weiter? Nö. Okay. Also, dann schnappen wir uns diesen. Okay, jetzt sind schon wieder drei. Warum hat er mich gesehen? Oh nein. Kann ich mich wieder verstecken? Oh nein. Oh. In den Hinterkopf. Genau das wollte ich eigentlich nicht bewerkstelligen. Die Frage ist, wie smart sind die Gegner und wo wird mich der Kollege suchen? Das sind seine Freunde. Da stand vorher irgendwas von einer Granate und ich hab's leider überlesen. Ich schätze mal mit RB vielleicht. Richtig. Ist weg. Was ist auch wahr? So, wir halten uns. Ah ja, da explodiert mal munter eine Granate und die Typen da hinten, denen ist das egal. Du kannst unter Wasser schwimmen, sehr gut. Ich glaube, das ging auch in Far Cry 3. Kann ich die Waffe jetzt schon ziehen? Hopp. Nicht ins Wasser fallen, nicht ins Wasser fallen, ich muss dich untersuchen. So, und jetzt kannst du runter. Verdammt, der folgt mir, der horcht mir genau zu und tut genau das, was ich sage. Hm, da liegt eine Kalaschnikow unten. Soll ich mir sie noch holen? Sehr gut, hab's bekommen. Auch wenn es nur ein Schuss war oder sowas. Okay, weiter geht's. Rambo. Der Himalayas. Oder wo wir sind. Im Gebirge halt. Köder, Häuten, Waffenrad, LB gedrückt halten. Was macht man dann? Ah, okay. Oh yes, das klingt ja mal super. Wir können Köder werfen, um damit wilde Tiere auf Gegner loszujagen. Da liegt noch ein Vieh herum. Her damit. Ich frage mich nur, ob ich frage mich, ob der Köder, ob ein wildes Tier in der Nähe sein muss oder ob wir das einfach werfen können. Wo versteckst du dich? Heikling. Okay. Wie werfe ich das jetzt? Ich habe wieder mal nicht aufgepasst. Okay. Er ist ganz nah. Weiter suchen. Wilde Tiere, wo seid ihr? Oh yes. Ich schätze mal, dass er dann später mein Problem sein wird. Was auch immer da kommt. Da kommt ein Bär. Schauen wir mal, was der anrichtet oder zu anrichten vermag. Ziemlich das blutrünstige Ungeheuer, was wir hierher gerufen haben. Na, wohin gehst du, Bär?
Gibt's da noch jemanden? So. Danke, lieber Bär, für deine Taten. Wir werden dich nicht vergessen. Aber ich konnte dich hier nicht gehen lassen, ohne mir dein Fell zu schnappen. Oder Fleisch. Bekommen wir das wieder? Den Fleischbrocken? Nein, den können wir nicht nehmen. Zuerst mal häuten. Was gibst du uns, lieber Bär? Bärenfell und Köder. Ich habe ja das Gefühl, dass... Aha. Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, dass ich da oben gehen sollte. Weil da oben vielleicht was liegt. Aber ich sehe, dass hier ein Diamant markiert ist in der Karte. Hey, neue Waffe. Ich will sie aber nicht austauschen. Muss ich das austauschen oder kann ich sie kann ich beides haben? Nein. Dann behalte ich mir das Sturmgewehr. Bisschen frische Luft. Und wieder runter. Da war noch etwas. Ein Medipack oder sowas. Das habe ich schon genommen. Okay. Dann geht's weiter Richtung Turm. Sender. Sendeturm. Schon cool, wie weit man hier sieht. Oh man, da gibt es sicher extrem viel zu erforschen. Da unten, da links rauf oder rechts, wo gehe ich lang? Das sind halt immer die Macken einer Open World, sie sind offen. Zerstören. Schade, die Sau lässt sich nicht mehr häuten. Das ist aber mal eine Sau. Okay, das Spiel möchte, dass ich hier raufklettere. Aber irgendwie möchte ich mich hier noch unterhalten mit den Leuten. Kamera. Drücke mal Kamera. Ziele, zoome auf Gegner. Okay, das war früher, glaube ich, das Fernglas. Diesmal haben wir eine Kamera. Mit der kann man Gegner markieren und die bleiben dann quasi für immer sichtbar. Mit diesen Icons über dem Kopf. Sehr gut, da haben wir schon ein wildes Tier. Ein wilder Berg. Leopard oder was das ist. Den werden wir gleich verwenden. Aber vorher... Möchte ich mich noch genauer umsehen? Ja, da unten versteckt sich auch noch einer. Es hilft immer bei Far Cry, also bei Teil 3 war es auch so, immer sich etwas länger Zeit zu lassen mit dem Markieren, weil man dann doch den einen oder anderen Typen noch entdeckt, den man vorher verpasst hätte. Solche Ausrüstung würde ich außerhalb der Armee nie in die Finger bekommen. Gibt's hier etwas Explosives? Bist du explosiv? Nö. Gut, ich glaube, das war's einmal. Oh, nein. Kamera wegstecken. Das ist ein praktischer Gürtel. Ich sollte eigentlich noch nicht den Tiger befreien. Oder den Leoparden oder was das ist. Weil wenn ich jetzt schieße, dann werden die Gegner auch gleich mich attackieren. Deswegen wage ich mich hier mal runter. Quasi stealth-mäßig. Ich weiß nicht, ob noch Luft...